Der 3. März 2017 war für die Gamer und vor allem für Nintendo ein großer Tag zum Feiern. Denn am 3. März 2017 erblickte Nintendos neue Hybrid-Heimkonsole das Licht der Welt. Die Rede ist natürlich von der Nintendo Switch. Aber nicht nur die Switch wurde veröffentlicht, sondern auch The Legend of Zelda Breath of the Wild, dem neuesten Ableger der Zelda-Reihe und das größte Zelda aller Zeiten, das für Nintendo Switch und Wii U veröffentlicht wurde. Der vor 4 Jahren angekündigte Titel spielt in einer großen Welt. Und mit groß meine ich sehr groß. Ihr könnt nun gesamt Hyrule ohne Forderungen erkunden, bis zum letzten Millimeter. Da auch ich nun ein stolzer Nintendo Switch-Besitzer bin, zeige ich euch nun ein einstündiges Gameplay zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Preist mit mir Hyrule in diesem wunderbaren Let's Show. Ich wünsche euch viel Spaß. Nur nebenbei bemerkt, dieses Let's Show könnte Spoiler enthalten. Ich habe euch also gewarnt. Lang lebe die Nintendo Switch! Herzlich willkommen, Leute, zu einem oder zu meinem ersten Let's Show auf meinem Kanal. Und zwar, wie ihr sehen könnt, haben wir hier das Switch UI vor uns. Ein wunderbares, schlichtes und schönes Design. Und da ich auch nun ein wunderbarer und stolzer Switch-Besitzer bin, werde ich mit euch nun The Legend of Zelda Breath of the Wild 1 Stunde lang zocken. Und zwar mit euch. Ich hoffe, dass alles mit dem Ton klappt, aber es müsste alles klappen. Jo, klappt alles. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Falls ja, dann bitte vergebt mir. Und ich würde mal meinen, wir starten direkt. Aber bevor ich starte und ihr bis hierhin geguckt habt, Achtung, das Let's Show könnte Spuren von Spoiler enthalten. Also beschwert euch bitte nicht in den Kommentaren, ich habe euch gewarnt. Ich würde mal meinen, wir legen los. Und hier sehen wir den wunderschönen, Homescreen. Ja, ich habe das Spiel geupdatet auf Version 1.1.0, wie ihr da unten sehen könnt, also der Day One Patch. Den könnt ihr euch auch runterladen, dafür braucht ihr natürlich eine Internetverbindung. Bei mir ist es ein bisschen beschissen, denn bei der Wii U ging es eigentlich nur so mit dem Internet. Also es hatte Verbindung, aber bei der Switch geht es nicht wirklich, ich weiß nicht warum. Aber, ja, die Reichweite des WLANs ist einfach nicht gut. Ich weiß nicht, vielleicht wird es gepatcht mit einem neuen Update, das zukünftig dann kommen wird. Herunterladbare Inhalte kann man runterladen. Also herunterladbare Inhalte sind DLCs, die im Laufe des Jahres erscheinen, die ich mir aber nicht holen werde, denn ich denke, The Legend of Zelda Breath of the Wild, also das Hauptspiel reicht eigentlich schon aus, weil ihr könnt wirklich das gesamte Hyrule erkunden, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Ich werde jetzt einfach mal bei der Schlucht von Eldin anfangen. Und wie gesagt, das Let's Show könnte Spoiler enthalten. Da seht ihr schon, ich habe ein paar Schreine, ein paar Rubine und auch diesen Elefanten. Werde ich euch jetzt natürlich nicht sagen, falls euch das Let's Play das Let's Show jetzt trotzdem anguckt. Das müsst ihr dann selber herausfinden im Laufe des Spiels. Eisschleim. Eisschleime explodieren in einer Kältewolke. Ja, jetzt ist es fertig geladen und jetzt konnte ich es nicht lesen. So, wir sind im Spiel. Und wie ihr sehen könnt, eine wunderbare Welt. Ja, da ist dieser riesige Vulkan, zu dem ich jetzt, ich könnte zu ihm gehen, aber ich mache das jetzt nicht. Denn dort ist es ziemlich gefährlich, meiner Meinung nach. Wir schauen uns jetzt hier einfach mal ein bisschen um in der Welt und machen die ein oder anderen Schreine. Denn ich muss nur noch einen Schrein machen und dann kann ich wieder meine Herzen bzw. meine Ausdauer updaten. Was natürlich dringend nötig ist.
um zu überleben. Ach, geht's hier schon direkt weiter jetzt dann? Ja, das ist okay, alles klar. Dann geh ich mal weg. Ich will euch jetzt hier nicht nerven. Tut mir leid, ich bin schon weg. Ja. The Legend of Zelda Breath of the Wild baut auf einem Survival Game eher auf, weil wie ihr hier sehen könnt, habe ich verschiedene Items, schon ziemlich viele gesammelt. Und es gibt hier auch Essen, oder man kann sich hier Essen kochen, hier bei Proviant habe ich schon mal und auch ein paar Elixiere. Brandschutzmedizin brauche ich, wenn ich in heißen Gebieten ankomme, also jetzt dann gleich. Dann hier verschiedenes Fleisch, Grillwild oder ein Röstbarsch oder Austerfesttagsgulasch oder sonst was. Wenn man verschiedene Sachen auch kocht, gibt es auch andere Fähigkeiten. Zum Beispiel da erhöht die Abwehr, wenn ich das jetzt zum Beispiel essen würde, würde das die Abwehr erhöhen. Oder hier, wenn ich das essen würde, wäre ich schneller für 3 Minuten und 30 Sekunden. Und das füllt meine Ausdaueranzeige wieder auf. Also dieses Sekundenteil, das kennt man auch schon aus Skyward Sword. Und ja, mir muss ich eigentlich auch nicht erklären. Schleichmedizin, da kann ich leiser schleichen. Hier Elektromedizin, bin ich immun gegen Elektro. Und ja, so ist das Spiel eigentlich auch aufgebaut. Es gibt verschiedene Schreine. Und diese Schreine sind einfach kleine Prüfungen, wo ihr dann, wie gesagt, auch schon eure Ausdauer, also dieses grüne Teil hier, updaten könnt. Oder eure Herzen. Diese gelben Herzen habe ich im Laufe des Spiels bekommen. Diese gelben Herzen haben mit diesem roten Strahl hier was zu tun, aber ich zeige euch natürlich nicht, was das ist. Wir können die Karte aufrufen. Das hier ist die gesamte Map. Hier spawnt ihr am Anfang, Schrein des Lebens, hier das vergessene Plateau. Solltet ihr euch am besten umgucken, denn hier könnt ihr auch Crocs finden von The Wind Waker. Da oben unten links seht ihr die Uhrzeit und die Temperaturanzeige. Es gibt 900 Croc-Missionen, also ziemlich viel. Und 120 Schreine, das ist jetzt noch so im Kopf bei mir. Es gab noch irgendwas, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, was das jetzt noch genau war. So, hier ist Ranel, hier ist bla bla, da ist Kakariko, gibt's auch wieder. Kakariko Brücke, hier ist auch ein Preludia-Fluss. Ja, Preludia kommt euch vielleicht bekannt vor von Preludien aus The Wind Waker. Prologia aus Spirit Tracks, glaube ich, war's. Und das hier ist die gesamte Map. Und diese Punkte sind meine Ziele. Ja, das habt ihr schon gesehen. 4 Titanen. Und dort muss ich hin. Das ist mein Ziel. Ja, gut. Dann würde ich mal meinen, wir gucken jetzt einfach mal nach ein paar Schreinen. Wir gehen jetzt da zu diesem Datakusu-Schrein. Wir können uns dorthin teleportieren. Immer wenn wir einen Schrein oder einen Turm aktiviert haben, können wir uns dorthin teleportieren. Ich mache jetzt einfach mal den In-Game-Sound. Bisschen lauter auf 42, genau. Und, doch ein bisschen so, warte. So 40, genau. Ich glaube, das reicht aus. Und, einfach mal gucken, was ich jetzt hier aus diesem wunderschönen Let's Show zaubern kann. Für euch. Und ich hoffe, ihr habt natürlich Spaß daran. So, das hier ist jetzt ein ganz normaler Schrein. Den werdet ihr auch am Anfang des Spiels sehen. Den müsst ihr lösen. Also das sind Mini-Dungeons sozusagen. Oh. Hier ist auch schon der erste Gegner. Gegen die ist es am besten das Beste, wenn ihr irgendwie eine schnelle Waffe benutzt. Zum Beispiel jetzt dieses Wächterschwert. Ja, jetzt wurde ich getroffen. Von diesem Lappen. Ja, ist auch ziemlich stark. Im Laufe des Spiels werdet ihr auch sehr viele starke Waffen finden, auf jeden Fall. Oh, das ist auch gut. Ah, jetzt ist meine Waffentasche voll. Muss ich jetzt natürlich ein paar Waffen ablegen, beziehungsweise eine Waffe. Ich glaube, ich lege mal die Fackel ab. Oder den Krogfächer. Ja, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Der ist nämlich ziemlich stark.
Ja, Freunde gibt's auch bei der Nintendo Switch. Natürlich wie bei der Wii U. Aber das Schlechte ist, dass es wieder Freundescodes gibt. Leider. Und ja. So, auf der Karte habe ich jetzt einfach mal ein paar Markierungen gesetzt. Zum Beispiel hier diese grüne Markierung. Das ist ein Schrein, den habe ich entdeckt und den konnte ich markieren, damit ich mir den vornehmen kann. Da ist mein Pferd, Epana. Hier ist auch noch ein Schrein. Also habe ich hier alles markiert. Hier ist auch noch ein Schrein. Und die werden wir jetzt, glaube ich, einfach mal lösen. Und wir gehen jetzt zu diesem grünen Schrein. Ja, dieses Schloss hier. Das hier. Das ist das Hyrule Castle. Und, ah, da ist auch noch ein Schrein. Ich glaube, wir gehen jetzt zu dem. Und ich glaube, es spricht auch von selbst, dass das der ein Endboss ist, der Endboss ist. Und das Geile ist, ihr könnt wohin, wo ihr möchtet in diesem Spiel. Ihr könntet direkt zum Boss gehen, direkt am Anfang, was Nintendo euch aber nicht empfiehlt, da ihr nichts zum Kämpfen habt gegen Ganon. Ja, der Endboss ist Ganon, wie in jedem Zelda, also das ist jetzt keine große Neuerung. Ich ignoriere jetzt einfach mal die Gegner hier gekonnt. Oh, wow. Danke für den Holzpfeil. Ja, ihr könnt auch die Waffen eurer Gegner aufnehmen und selber mit den Waffen umgehen. Jetzt habe ich keine Holzpfeile mehr. Ja, dann lasse ich es lieber. Habe ich aufgebraucht für was ganz Bestimmtes. Das hat auch wieder mit dem roten Strahl hier zu tun. Wenn wir jetzt einfach mal... Ja, da seht ihr schon... Ja, irgendwie komisch. Hat irgendwie eine... Sieht irgendwie aus wie ein Elefant. Seht ihr auch da oben links. Aber was das ist, das sage ich euch natürlich nicht. Das solltet ihr jetzt selber herausfinden. Ihr seht jetzt hier auch zum Beispiel da so einen großen Turm. Der ist einfach nur dafür da, dass ihr die Map einscannen könnt. Also da, damit sie auf eurem Sheikah-Stein, das ist, ja, wie soll ich das, ist dieses orangene Teil, was Link da an seiner Hose trägt, dort links, da, das ist ein Sheikah-Stein oder ein Sheikah-Stein oder im Deutschen, im Englischen ein Sheikah-Slate. Sheikah-Slate hört sich einfach besser an, finde ich. Und ja. Ach, den Schrein habe ich... Ah, ne, den habe ich nicht gemacht. Sonst wäre er ja nicht orange. Weil ihr müsst wissen, wenn Schreine orange sind, wurden sie noch nicht besucht. Wenn sie blau sind, wurden sie schon besucht. So. Ihr könnt euch auch hier Kleidung machen. Oder es gibt ja auch Bogen. Verschiedene Pfeile. Verschiedene Schilde. Anzüge, die hier findet ihr im vergessenen Plateau. Die hier werdet ihr im Laufe des Spiels auch noch irgendwann finden. Genau wie das hier. Das ist nämlich eine Sora-Rüstung. Die findet ihr bei den Soras. Ja, hier gibt es ziemlich viel zu entdecken in dem Spiel. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Schrein und mache den mal mit euch. Einfach damit ihr was zum Gucken habt. Ja, da unten dieses nervige Gepiepse nun. Ja, heißt, dass ein Schrein in der Nähe ist. Damit müssen wir jetzt leben, dass es existiert. Aber eigentlich ist es auch eine ziemlich gute Hilfe, muss ich sagen. Mit B renne ich manuell und kann auch manuell springen. Ach, war das der mit den... Nee. Hä, das war doch der. Weil als ich den zum ersten Mal gesehen habe, waren da eigentlich Stacheln um den Schrein rum. Ah ja, da sind sie. Ja, die wurden noch nicht gerendert. Oh, das ist jetzt irgendwie schlecht, dass ich jetzt hier rein... Autsch. Eingeschwommen bin, denn wahrscheinlich ertrinke ich jetzt. Was natürlich nicht so gut ist. Du Wichser. Schaffe ich das noch? Ja, hab's noch geschafft. Gut. Und das ist einer der nervigsten Gegner. Diesen Gegner hasse ich wie die Pest. So, ich tu mal den Gegnern hier gekonnt ausweichen. So. Ja, hier ist auch nochmal so ein Turm. Und da auch noch. Hier. Am besten könnt ihr nach so Schreinen und Türmen Ausschau halten, wenn ihr euch einfach auf eine hohe
auf einen hohen Ausstellungspunkt hinstellt und dann dort Ausschau haltet nach solchen Türmen bzw. Schreinen. Hier ist noch eine Ruine, die checken wir mal ab. Ja, ich spiele das Ganze hier natürlich an der Nintendo Switch. Wie gesagt, wie ihr schon am Anfang des Videos gesehen habt, das Spiel läuft in 900p und 30 FPS, aber die 30 FPS. Oh! Das sind Mini, wie hießen die nochmal? Ich kenne die Art von Gegner. Gegen so einen habe ich mal gekämpft im vergessenen Plateau. Oh, scheiße. Ich lass mal liegen. Komm her. Bäm. Der will auch noch. Okay. Kannst ruhig herkommen, mein Freund. Ja, dein Freund da ist schon tot. Tut mir leid, Alter. Komm. So, hinlegen und weg. Denn diese Explosionen haben, wie ihr sehen könnt, eine extreme Reichweite. Und das nochmal so einer. Tot. So. Bernstein, der kann man eigentlich nicht irgendwie kochen oder sowas. Ist ja auch Gestein. Also, wer das kocht, ist schon echt ein bisschen blöd im Kopf. Ihr könntet das machen, aber es würde euch nicht viel bringen. Und die kann man für einen hohen Preis verkaufen. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon 1227 Rubine. Nur wegen diesen Steinen. Ja, hier seht ihr auch Tiere. Die könnt ihr töten, um Fleisch zu kriegen. Und das Fleisch könnt ihr dann kochen. Also gar kein Problem. Wenn ich den, ich nenne es den einfach mal Steuerkreuz nach oben gedrückt halte, kann ich hier zwischen verschiedenen Modulen auswählen. Bombenmodul, einmal eine runde Bombe und eine eckige Bombe, die sind auch unendlich, das finde ich ganz cool. Ein Magnetmodul, damit könnt ihr magnetische Sachen anziehen und bewegen. Ein Stasismodul, damit könnt ihr bei Steinen oder bei, ich glaube auch magnetischen Sachen, die Zeit stoppen, also dass sie stehen bleiben, draufschlagen und dann tun sie, sobald die Zeit abgelaufen ist, jetzt zum Beispiel bei einem Stein, rollt er dann einfach weg, ohne, ja, nachdem halt die Zeit abgelaufen ist. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn ihr es dann seht, werdet ihr das schon selber sehen. Das Cryo-Modul ist dafür da, um aus Wasser einen Eisblock zu machen, wo ihr auch hochklettern könnt und dann Orte oder wo ihr dann Orte erreichen könnt, wo ihr so normalerweise mit dem Springen nicht hochkommt. Und dann ein Fotomodul. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht. Dann gibt es noch eine Amiibo-Funktion. Damit könnt ihr dann den Wolfling scannen auf eurem rechten Stick, auf dem Joy-Con. Und dann tut euch Wolfling das ganze Abenteuer lang beschützen. Mehr oder weniger beschützen. Aber doch, schon beschützen. Er wird euch halt beistehen. Und das hier sieht mir irgendwie auffällig vor. Ich glaube, ich brauche dafür einen Stein, um dann hier einen Krog, genau, da ist er auch schon, einen Krog zu oder herzuholen. Das seht ihr jetzt hier so. Da, Tatsache, da ist ein Krog. Hallo. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, dann kriegt ihr hier einen Krogsamen und diesen Krogsamen kann man, soweit ich weiß, dann seine Tasche erweitern. Also ich habe schon 20 gesammelt. Schon ziemlich viel. Ja, das da rechts zeige ich euch jetzt nicht. Das kriegt ihr immer, nachdem ihr einen Schrein abgeschlossen habt. Das Parasegel und hier der Shika-Stein. Wo sind die Krogsamen? Hier. Damit könnt ihr eure, zum Beispiel eure Schildtasche erweitern. Oder eure Rüstungstasche erweitern oder eure Waffentasche. So. Und ihr müsst zu einem ganz bestimmten, ich nenne es jetzt einfach mal Krog gehen, der sich Maronus nennt, glaube ich. Und du willst also kämpfen? Willst du oder willst du nicht? Du musst es mir schon sagen. Ich tue dir nichts. Also tust mir bitte auch nichts. Ja, das sind auch wilde Pferde, die ihr, wo ihr auch draufsteigen könnt. Finde ich auch ziemlich cool. Ach, wisst ihr was? Alter, ziehen die viel! Ja, und in solchen Situationen solltet ihr was essen, damit sich eure Energie wieder auffüllt. Ich esse jetzt einfach mal eine große Maxi-Rübe, die
fast all meine Herzen wieder auffüllt. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Wächterlanze. So, jetzt ist das Pferd weg. Der ist unten. Ich kann den töten. Na, komm ruhig her. Tot. Und der andere. Na, da kommt noch einer. Ich kann auch die Waffe werfen. Also wie einen richtigen Speer dann verwenden. Im Prinzip dann. Bäm, tot. Und da ist noch einer, aber den ignoriere ich jetzt mal. Obwohl, der hat mich gesehen und hat mich bemerkt. Da ist auch der Schrein, zu dem ich möchte. Ich mache es jetzt einfach mal. Ach, hat ja super geklappt. Genau daneben. Ah, okay, er hat mich nicht mal bemerkt. Ah, doch, hat er. Ah, schade. Wenn ich der Lanze zerbricht gleich. Ja, ihr habt ja auch... könnt verschiedene die Waffen eurer Gegner einfach einsammeln. Ritterschwert ist natürlich am besten, aber der Exal-Bumerang ist eigentlich auch ziemlich stark. Es könnt ihr als Bumerang verwenden, aber war ursprünglich mal ein Schwert. Also könnt ihr wie immer verwenden. Und ich fange jetzt einfach mal für euch hier in dieser Folge ein Pferd. So, ich suche mir jetzt einfach mal eins aus. Ihr könnt euch irgendeins aussuchen. Ich glaube, ich nehme dieses braune hier. Das da. Das gefällt mir eigentlich. Und der Trick dabei ist, also bei wilden Pferden, ist einfach der, ihr müsst euch einfach anschleichen an sie, damit sie euch nicht hören. Ich würde eigentlich schon gerne den braunen haben. Ja, der geht jetzt weg. Aber diese Art von Pferd habe ich schon. Ah, nee, jetzt. Jetzt kann ich es vielleicht schaffen. Okay, der braune. Okay. Ich hole mir den jetzt. Also ihr seht schon, das alles, was ihr hier seht, dort könnt ihr hinreisen. Also, ne, ihr versteht mich hoffentlich. Nein, jetzt haben sie mich bemerkt. Komm her. Komm, du bist so hübsch. Ich brauche dich. Lauf nicht weg. Ach, leck mich. Dann nehme ich halt hier einen. Wir nehmen mal das Schwarze. Alter, das Blaue ist ja mal potthässlich, Alter. So, und wenn ihr da drauf seid, müsst ihr... Achso, wir können direkt... Ah, cool. Wir können direkt reiten. Ansonsten, wenn das ausrastet, müsst ihr... Hättet ihr L die ganze Zeit spammen müssen, damit es sich beruhigt. Aber dieses Pferd ist eigentlich ziemlich cool. Und scheint mich zu mögen. Und jetzt kann ich auf dem reiten. Und das Coole ist... Ihr könnt die Pferde registrieren und dann ist es euer eigenes Pferd. Ja, ist okay, ist okay. Manchmal rastet es halt aus und lässt euch dann nicht steuern und verliert dann die Kontrolle. Wie hier zum Beispiel. Einfach L drücken, damit es sich wieder beruhigt. Ist okay. Und dann können wir hier unser Pferd registrieren. Stall der Stümpfe. Bei diesem Typ hier. Du scheinst ein Wildpferd gefangen zu haben. Möchtest du es registrieren? Sehr gern. Bitte überprüfe nochmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Ausdauer. Ruhig. Das ist schön ruhig. Ja, das freut mich. Hat aber schwarze Augen. Ist ein bisschen creepy. Na, egal. Vielen Dank für die Registrierung. Erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen. Aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive. In Ordnung? Ja. Danke sehr. Bitte gib einen Namen für dein Pferd ein. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal... Wie soll ich es nennen? Ich nenne es jetzt einfach mal Aware. Nee, obwohl... Ich nenne es Aware. Weil der Charakter heißt ja Link. Und... Ihr könnt euren Namen nicht ändern. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber okay. Die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Ja, ich nehme es gleich mal mit. Gut, wir nehmen Epana bei uns auf. Ja, Epana war mal ein altes Pferd... Das aber ziemlich dumm war. Jetzt habe ich das hier. Das ist auch gut. Sieht doch. Aber das Pferd ist eigentlich ziemlich schön. Wenn ich ehrlich sein muss. Schwarz ist ja sowieso eine ganz coole, ziemlich coole Farbe. Finde ich. So. Hier ist der Schrein. Und da ist ein Ziegenbock auf dem Schrein. Der will also auch da rein. So wie es aussieht. Ihr könnt dem Pferd auch Essen geben.
damit es Vertrauen an euch gewinnt. Also einfach den Apfel auswählen in die Hand und dann einfach vor ihm platzieren, damit es dann in der Hoffnung, damit es dann mal isst. Komm, ess es mal. Kayamiwa, schreien. So, jetzt hat es gegessen und jetzt kommen da so pinke Effekte und jetzt hat er mehr Zuneigung an uns. Oder hat mehr Vertrauen in uns, sagen wir so. So, ich weiß nicht, was dieser Ziegenbock da macht, aber der gehört nicht in diesen Schreien, deswegen solltest du jetzt sterben. Oh, wie brutal, ich hab's getötet. Ja, aber, ja, leben oder sterben, so ist das halt nun mal. Töten oder getötet werden. So, kritische Treffer. Nutze nicht benötigte Waffen als Wurfgeschosse. Wenn sie treffen, richten sie doppelten Schaden an. Ja, wenn ihr Waffen werft, richten sie doppelten Schaden an, wie da gerade gesagt. Aber sie gehen schneller kaputt. Ich glaube, doppelt so schnell. Oh, interessant. Ja, hier ist genau das perfekte Beispiel für das Wassermodul auf dem Sheikah Slate oder Stein. Beschirmendes Wasser. Also das Wasser hier in dem Spiel ist endgeil. Ich meine, schaut euch das an. Das sieht doch geil aus, oder? So, dann nehme ich hier das Cryo-Modul. Machen hier eine Eissäule. Klettern drauf. Und erarbeiten uns jetzt nach vorne. Beziehungsweise, obwohl, nein, geht gar nicht. Ich dachte jetzt, wir könnten jetzt mit der Sora-Rüstung da was anfangen, aber nein, können wir nicht. Weil mit der Sora-Rüstung könnt ihr Wasserfälle hoch. Komm, geh hoch. Als ob du dann jetzt nicht hochkommst. Ach, gut. Mit der Sora-Rüstung könnt ihr Wasserfälle hochschwimmen, was ich ziemlich cool finde. Da sind diese Mini-Wächter. Ja, der zerbricht jetzt gleich, aber es macht nichts, solange ich treffe. Ja. Im Auge ist natürlich der kritischste Punkt. Oh, das ist Wasser, das ist tiefes Wasser. Au. Das sah so aus wie so eine Plattform, deswegen habe ich gedacht. Ne, passt. Okay. So, und an diesem Spiel kann ich auch mal erwähnen, haben 300 Leute mitgearbeitet. Oh, das ist jetzt nicht aus Metall, deswegen können wir die Truhe jetzt nicht nehmen. Außer wir schieben sie jetzt an Land. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Ich glaube aber schon. Oder kann ich die so öffnen? Nö. Ich muss sie also an Land bringen. Sicher an Land. Wenn das gehen würde. Ah ja, geht. So, dahin. Ich sollte mich natürlich auch mal ausruhen und wieder kurz an Land kommen, damit ich mich halt ausruhen kann, damit ich mich sich die Ausdaueranzeige mal füllt. Das war jetzt ein bisschen unnötig, aber passt. So. Könnte jetzt ein bisschen dauern, aber so ist das halt nun mal in einem Spiel. Da dauert immer irgendwas etwas länger. Aber das Wasser ist schon ziemlich tief, also 5 Meter sind das schon. Das sieht wie 5 Meter aus. So, dann bringen wir das hier an die Treppe. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gedacht ist, aber anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. So, jetzt ist es an Land und wir können sie öffnen. Also da muss jetzt was Gutes drin sein, komm schon. Antiker Reaktorkern. Dieser Energiekristall wurde mit Hilfe einer verlorenen Technologie hergestellt. Er soll Maschinen als Energiequelle gedient haben. Unter Forschern ein begehrtes Objekt. Obwohl, mir fällt gerade ein, ich hätte das mit dem Cryo-Modul machen können. Oh, ich Lappen. Okay. Das war wahrscheinlich ein optionaler Weg, die Truhe zu holen. Hat jetzt zwar ein bisschen länger gedauert, aber dafür könnt ihr mich jetzt auslachen. So. Hier auch wieder das Cryo-Modul verwenden. Am besten da am Rand oder so nah wie möglich an dem Ufer dran. Oh, okay. Hier sind zwei solcher Mini-Wächter. Ich glaube, die schalte ich jetzt erstmal aus. Jetzt habe ich keine normalen Pfeile mehr, aber ich habe noch Feuerpfeile und Elektropfeile. So. Am besten. Oh, okay, alles klar. Macht nichts. Denn ich habe hier noch ein paar Bogen. Oder Bögen. Ich habe zwei, scheiße. Ich sollte mal ein paar wieder sammeln. Aber der ist, glaube ich, ziemlich stark. Ich meine, Ritterbogen,
Stärke von 26, da unten ist die Stärke. 26 ist schon ziemlich hoch und bei meine stärkste Waffe ist ja hier das Ritterschwert, aber ihr solltet ziemlich sparsam sein mit den ganzen Waffen, denn sie können immer zerbrechen. Und zerbrechen vor allem immer schnell, wenn ihr, ich benutze jetzt einfach mal das Magnet-Tool und gucke, ob im Wasser was ist, weil da könnte immer was sein. Tatsächlich, da ist wirklich was. Hier. Da ist echt eine Kiste. Und wie wir dieses Tor aufbekommen, ist eigentlich ziemlich eindeutig. Mit dem Cryo-Modul. Bam. Darunter und es geht auf. So. Schön. Oh, scheiße. Jetzt schwimme ich gegen. Kam ich da hoch kurz? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein, nicht runterfallen. Nein. Nein. Oh, ich bin tot. Oh, ich benutze. Scheiße. Ja. ja. Jetzt benutze ich halt das Cryo-Modul, um weiter nach vorne zu kommen, weil das. Diese Holzlatte da. Oder dieses Holz steckt da jetzt fest. Wegen dem Eisblock. Lol. Dafür kann ich das jetzt aber hier so öffnen. Und wie soll ich aber da durchkommen, hä? Warte mal, ich mach mal so. So. Komme ich da durch? Nee, oder? Okay, wir können das natürlich auch abmachen. Aber die halten eigentlich jede Zeit. Weiter hoch geht es nicht, ne? Also ich muss es versuchen. Kann ich da durch? Warte mal, ich mach das jetzt anders. Ich mach das jetzt so. Bäm, hoch. Sesam, öffne dich. Und. So, perfekt. Wunderbar. Was haben wir hier drin? Ein Ritterschwert. Noch eins. Cool. Freut mich. Hättest du mit was Schlechterem gerechnet? So, und wie komme ich jetzt dort rüber? Ja, mit dem Parasegel. Okay. In Ordnung. Nein, 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 schon wieder. Nein. 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 Er kann sich nicht bewegen. Da kommt. Oh. Danke. Cool. Jetzt habe ich es doch noch irgendwie geschafft. Frag mich wie, aber anscheinend bin ich cool. So, jetzt müssen wir dorthin fliegen. Oh, was zum Glück geklappt hat. Das war echt knapp. So. Und das hier ist das Ende des Schreins. Und von dem kriegen wir jetzt ein Zeichen der Bewährung. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ja, diese Sequenz könntet ihr ja auch mal sehen. Wenn ich jetzt noch in einen Schrein reingehe, werde ich die Sequenz wahrscheinlich skippen. Denn, jo, einmal sehen reicht. Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Mein Herz wird auch noch aufgefüllt, cool. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Danke. Aber der sieht ziemlich alt aus, der Dude. Also ich schätze auf 300 Jahre. So, und da wir jetzt nun vier Zeichen der Bewährung haben, können wir nun anschließend unsere Herzen oder unsere Ausdauer, ja, upgraden. Und wo wir das jetzt finden, ist eigentlich. Ah, da ist er. Da ist der Typ. Genau, bei dem könnt ihr die Krogsamen abgeben. Oh, so treffen wir uns wieder. Ich möchte zurück zum Wald der Krogs, aber ich habe mich verlaufen. Ich habe die Leute im Stall sagen hören, dass wir hier in Ranel sind. Oh, dann muss der Wald von der Krogs ja noch weiter nördlich von hier sein. Nun, da ich schon einmal hier bin, kann ich auch etwas bleiben und mich ausruhen. Oh, warte mal. Oh, oho, dieser Geruch. Ich wittere Krogsamen. Du hast Krogsamen von den Kindern des Waldes erhalten.
Wenn du mir Krogsamen gibst, vergrüße ich zum Dank deiner, einer deiner Taschen. Ja, die Schildtasche gerne. So, ich nehme diesen einen Krogsamen an. Ja, nimm ihn ruhig. Kannst ihn ruhig haben. Dann lass uns loslegen. Ja, der tanzt jetzt so ein bisschen rum und denkt, er ist cool. Diese endgeilen Musik. Bäm, und wir kriegen nur einen Platz. Dam, da, 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 dam. Nee, dam, da, dam, da. Ach, was auch immer. Werde größer, Schildtasche. Uhuhu. Möchtest du, dass ich noch eine Tasche größer mache? Ja, die Bogentasche. Obwohl. Ich mache jetzt nochmal die Schildtasche. So, ich nehme diese zwei Krogsamen. Ja, jetzt nimmt er zwei. Und jetzt werden hoffentlich auch zwei Schildplätze freigemacht. Nein, nur einer. Okay, ist die richtige Abzocke. Okay. Dann... Nein. Gucken wir mal. Bogen reicht eigentlich... Also wenn du insgesamt 5 Bogen hast, reicht es eigentlich komplett aus. Waffentasche könnte ich größer machen. Ja, ich mache jetzt mal die Waffentasche größer. Ja, ich habe Krogsamen. Ja, habe ich. Waffentasche bitte. Ja. Bitteschön. Ja. Jetzt ist es halt pink. Ist aber genau das gleiche, wieder genau der gleiche Tanz. Und wir haben wieder einen Slot frei. Dam, da, 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 dam. Werde größer, Waffentasche. Oh, nein. Ja gut, bis dann. Ja gut, okay, bis dann. Gut, was wir jetzt machen können, ist uns teleportieren. Denn wir... ich gehe jetzt erstmal zum vergessenen Plateau. Zum Anfang des Spiels. Zum Anfangsbereich. Denn dort ist die Zitadelle der Zeit. Und dort kann man sich die Ausdauer upgraden. Ich werde jetzt auch die Ausdauer upgraden. Weil mein letztes Upgrade war ein Herz. Dann habe ich einen Herzcontainer gekriegt, als ich einen Boss besiegt habe. Also habe ich dann insgesamt dann 6 gehabt. Also tue ich jetzt auch dann 2-mal wieder Ausdauer auffüllen. Also ich mache das immer so abwechselnd. Erst Herz, dann Ausdauer, erst Herz, dann Ausdauer und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es dann voll. Also in diesem Spiel gibt es sehr viele Herzen. Ihr könnt sehr viele Herzen sammeln. Das ist krass. Oh, jetzt bin ich am Anfang des Spiels. Ja, Schrein des Lebens. Ganz am Anfang von dem Game. Nichts Besonderes. Hier wird auch erklärt, wie man was macht. Springen und so. So. Eigentlich wollte ich woanders... Ich wollte eigentlich auf diesen Turm da, den ihr da seht. Moment. Auf diesen da. Diesen blauen. Der da. Um dann von dort aus zur Zitadelle der Zeit zu springen. Warte mal, warum ist es da so orange? Das überprüfe ich gleich mal. Ja, und das ist der Anfangsbereich vom Game. Sieht schön aus, auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall schön aus. Aber ich werde dazu jetzt natürlich noch nichts sagen. Denn... Okay, soll ja schließlich selbst herausfinden, was hier geschehen ist. So, hier würdet ihr eigentlich noch einen alten Mann finden. Der ist jetzt aber leider weg. Ich fand ihn eigentlich ziemlich sympathisch. Der lag einfach hier rum und hat irgendwas gemacht. Hier kriegt ihr eine Axt, eure erste große Waffe. Ja, es leckt ein bisschen, wenn man durchs Gras geht. Das ist aber normal. Da findet ihr noch ein verrüstetes Schwert. Was eigentlich jetzt nicht wirklich für mich doch... Das war mein Headset. Was eigentlich jetzt für mich nicht mehr so relevant ist. Da ist ein Krog. Ihr müsst einfach da reinspringen. Durch dieses... Ja. Durch... bei den Seeblättern einfach. Die Seeblätter, die einen Kreis bilden, müsst ihr einfach in die Mitte des Kreises springen. Ins Wasser. Und wenn wir jetzt einfach mal hier die Zitadelle der Zeit besuchen, sehen wir hier solche komischen Roboter. Was hat das damit auf sich? Was ist hier passiert? Ja, das werdet ihr in eurem... Was willst du, Mann? Du kannst nichts. Ich bin größer. Ich bin stärker als du, also sei leise. Ja, die könnt ihr eigentlich immer mit einem One-Hit besiegen.
Hier ist ziemlich viel Scheiße passiert. Aber warum? Was ist hier geschehen? Und jetzt eine wunderbare Musik, die mir immer wieder Gänsehaut bereitet. Allgemein, dieser Soundtrack in diesem Game bereitet mir immer wieder Gänsehaut. Das ist unfassbar. So wunderschön, dieser Soundtrack. Ja, wir beten mal. Wir haben 4 Zeichen der Bewährung. Ich werde bitte Ausdauer. Ja. So sei es. Und wir kriegen so ein Ausdauer-Dingen. Container, glaube ich. Und wie sieht jetzt unsere Ausdauer aus? Ein wertvoller Gegenstand, der nur bla. Oh, schön. Cool. Jetzt können wir schneller rennen oder länger rennen und länger mit dem Gleiter fliegen und länger schwimmen. So, wir klettern jetzt einfach mal. Was zur Fick? Was zur Hölle ist das? Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist, aber im Laufe des Spiels werde ich da wahrscheinlich auch noch irgendwie hinkommen. Ja, diesen Bereich werdet ihr im Laufe des Spiels ja, ihr könnt ihn schon noch erreichen, ihr könnt das schon noch hin, aber ihr braucht dort nicht mehr hinzugehen, denn ihr habt dort schon alles gesehen, was ihr sehen solltet. Und ich gucke mich jetzt echt nochmal da um. Aber da scheint nichts zu sein. Da war aber was. Was wir auch machen könnten, für einen wunderschönen Ausblick, einfach an die Spitze der Zitadelle der Zeit. Also ich erkenne die wieder. Ich habe ja Zelda auch mal gespielt. Öfters. Vor allem Wind Waker und Twilight Princess, also... Ach, boah. Das hätte jetzt fast mein Leben gekostet. Scheiße. Also ich weiß nicht, was dieser längliche Drache da ist. Sieht aus wie dieser Drache, wie dieser... Hanzo-Drache von Overwatch. Um es ehrlich zu sein, von diesem Short-Movie da. Kennt ihr bestimmt, aber Overwatch ist jetzt komplett was anderes. Wir sind hier in Zelda und nicht in Overwatch. Shivas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ja, da habt ihr was gehört. Und das werdet ihr sicher brauchen im Laufe des Spiels. Auf jeden Fall braucht ihr das. Wir klettern jetzt einfach mal auf die Ziele der letzten Zeit, denn ich möchte euch einen wunderschönen Ausblick geben. Werdet ihr gleich sehen. So, Ausdauer auffüllen lassen kurz. Nun dort hochklettern. Wundert mich, wie er da hochklettern kann, denn es ist alles glatt. Ach, da ist auch noch ein Krog? Oh, den habe ich verpasst. Ja, das ist scheiße. Untersuchen. Tatsächlich. Den habe ich verpasst. Oh Gott, nein. Den habe ich verpasst. Und jetzt? Das ist wirklich diesen Ausblick wert. Also ich meine, und vor allem noch mit der Musik. Der Krog zerstört ja zwar ein bisschen jetzt die Atmosphäre, aber ist jetzt nicht so schlimm. Dort hat mein Abenteuer begonnen. Dort sind Gegner. Da ist ein Schneegebiet. Ja, also ihr seht schon, es erwartet euch hier wirklich sehr vieles. Krass, wirklich. Also dieser Ausblick ist ziemlich cool. Ziemlich cool. So atemberaubend, finde ich. Ich könnte mal als nächstes mal da zur Brücke gehen, vielleicht. War ich auch noch nicht. War ich da? Nee, das ist hier in dem Bereich. Ja, okay. Da ist auch direkt der Turm. Ja, okay. Lohnt sich eigentlich nicht. Also das ist echt geil hier, wirklich. Das ist echt atemberaubend hier. Aber ich will jetzt nicht so viel dort abhängen. Tschüss, Krog. Viel Spaß hier im vergessenen Plateau. Heißt ja auch nicht ohne Grund vergessenes Plateau.
So. Und hier seht ihr nochmal die wunderbare Welt von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wirklich atemberaubend. Vor allem in der Nacht. Um 3 Uhr. Um die Zeit bin ich eigentlich auch immer wach. Aber da hinten geht auch schon wieder die Sonne auf. Ja, hat perfekt ausgereicht. Finde ich gut, dass mit der Ausdaueranzeige jetzt, dass ich jetzt länger rennen kann und beziehungsweise schwimmen kann. An Anfang könntet ihr da natürlich da runter, aber würde ich euch nicht empfehlen, denn hier, also ihr könntet da runter und könntet schon die weite, große weite Welt entdecken, glaube ich zumindest. Aber wenn ihr das tut, habt ihr das Parasegel nicht, also das hier. Und wenn ihr das nicht habt, jetzt geh hoch. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr nicht von hohen Klippen oder sowas runterfliegen. Dann da werdet ihr euch alles brechen, was ihr habt. Ja, mein Abenteuer hat hier angefangen. Also hier die Strecke da. Kann man hier auch sehen. Hier Hyrule, Stahlruin, Panoraberg, Hylia-Fluss, Preludia-Fluss, also ziemlich viel. Und schaut euch diese große. Das ist so krass, wirklich mit der Map. Ich könnte ja mal zu einem anderen Gebiet gehen. Ich weiß aber nicht, wo. Was ist das denn? Ach, das habe ich schon. Da war ich schon, okay. Ja, also bis jetzt ist eigentlich mein Lieblingsbereich dieses vergessene Plateau hier. Ich weiß nicht warum, aber man erfährt hier, was hier passiert ist in Hyrule. Es sieht wunderschön aus. Zitadelle der Zeit. Einfach nur wunderbar. Und ich glaube, ich traue mich jetzt mal zu diesem Drachen hin oder was auch immer das ist. Oder? Ja, wirklich trauen tue ich mich. Möchte sein nicht. Oder wir könnten auch hier hingehen. Achso, das ist hier. Ja, dann. Warte mal. Ah. Ja, dahin können wir jetzt eigentlich auch hingehen. Mache ich jetzt auch, glaube ich, mal in dieses Gebiet. Gehe ich jetzt mal hin. Wir haben noch 15 Minuten ungefähr jetzt noch. Ja, 14. Dann habe ich die eine Stunde erreicht. Und so lange, glaube ich, gehe ich dort hin. Also hier werdet ihr höchstwahrscheinlich sterben, wenn ihr da ohne Gleiter runtergeht. Also sterben werdet ihr auf jeden Fall. Und da ist schon ein Gegner, den ich jetzt überraschen werde. Stirb, 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 stirb. Und tot. Oh mein Gott. Diese Chuchu-Schleimdinger sind auch wieder da. Ich glaube, die gab es als erstes bei Wind Waker oder sowas. Also ich kenne die nur von Wind Waker. Und jetzt gehen wir mal diesen Weg hier. Als erstes bin ich da hingegangen. Und jetzt gehen wir diesen Weg. Einfach mal, um zu gucken, was hier alles ist. Wir können die komplette Map erkunden. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Ich wollte das eigentlich so machen, dass ich mich jetzt da voranschleiche. Oh! Mobkeule, cool. Die werfe ich mal auf den. Und tot. Weil die Mobkeule ist ziemlich schwach. Im Gegensatz zu meinen Waffen hier. Ich nehme jetzt einfach mal die Ritterhellebrade. Ein Eichhörnchen kann man auch töten, aber kriegt man kein Fleisch. So, da ist ein Moblin. Oder Bockblin. Ich kenne nur die Moblin-Form. Und den töten wir mal. Ja, guckt schon so. Und die anderen interessieren sich überhaupt nicht. Dann werfe ich mal eine Bombe hin, damit sie sich dann wundern, was da passiert ist. Nein. Da ist niemand. What? Der mir überlebt? Dann gibt's das aufs Maul. Das ist ein ziemlich starker Moblin, der blaue. Wegen dem bin ich auch öfters mal Game Over gegangen. Und da ist ein neuer Schild.
Ah, verrosteter Schild, ja, okay. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Noch eine Truhe, schön. Hoffentlich was Gutes. Holzpfeil, schön. Gut, die kann ich gut gebrauchen. Aber um ehrlich zu sein, brauche ich diesen verrosteten Schild gar nicht. Denn er ist hässlich und ich habe genügend OP-Schilder. Mein stärkster Schild ist der hier und der sieht einfach am coolsten aus. Darum ist noch eine Truhe, das sehe ich jetzt schon. Vielleicht wird das alles hier geupdatet mit dem FPS-Einbrüchen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr die Switch im Handheld-Modus spielt, laggt dann nichts. Also läuft alles flüssig in 30 FPS, ohne irgendwie Rucklern. Wenn ich mich vertan habe, dann sagt es mir ruhig. Aber ich glaube, ich gehe jetzt doch mal hier hin zu diesem Titan, weil das ist ein großes Gebiet. Das ist auch ein großes Gebiet, aber das ist größer und ich möchte mich da mal umgucken, anstatt jetzt da. Aber ich glaube, das ist so ein Schneegebiet. Aber ist auch mal cool, so ein Schneegebiet. Obwohl, nee, wir gucken jetzt einfach mal hier um. Vielleicht kommt da noch ein Part und da können wir uns dann mal das Schneegebiet angucken. So, und hier ist eine Truhe. Was ist da drin? Ein Bernstein, okay. Nichts Besonderes, meiner Meinung nach, aber besser als nichts. Ja, hier ist der Boss, da könntet ihr theoretisch hinlaufen und... Ah, da ist der. Okay. Da ist der Turm, zu dem ich jetzt mal... Ach nee, nicht du schon wieder. Willst du halt so Stress? Diese Viecher sind die größten Bockviecher. Die schlimmsten Gegner im Spiel, meiner Meinung nach. Da auch nochmal so ein Spaß. Ich hasse euch. Ja, das ist das Hyrule Field, denke ich mal. Wo war jetzt dieser Turm? Der war doch da irgendwo. Ah, dann weiß ich wahrscheinlich, was das hier ist. Ja, ich weiß, was das hier ist. Das ist da ganz hinten. Ja, ich weiß, was das hier ist. Okay. Oh, explodierende Fächer. Cool. Oh, der hat mich jetzt gehört. Aber die haben es nicht gesehen, weil sie dumm sind. Aber jetzt regnet's. Blöd eigentlich. Und jetzt... Kaboom! Alle down. Oh, was? Die haben alle überlebt? Wie kann das sein? Oh. Nein. Nein. Jetzt ist mein... Nein. Jetzt ist der Fisch verbrannt. Also Nahrung ist wirklich wichtig in dem Spiel. Ohne Nahrung ist da nichts. Könnt ihr vergessen. Dann könnt ihr euch nicht heilen. Aber ich bin übel gespannt auf das hier. Ich weiß, dass das ist. Aber ich bin übel gespannt. Was das so richtig sein könnte. Versteht ihr? Nein, ihr versteht mich nicht. Ich weiß, aber... Wo war jetzt dieser Turm? Bei dem ich... Ist ein bisschen grell hier, ne? Ja, cool. Noch so ein Juju-Ding. Da ist, glaube ich, ein Schneegebiet. Ja, sieht so aus. Oder? Ja, ist ein Schneegebiet. Werde ich wahrscheinlich auch noch hin müssen. Ja, also wenn ich die ganzen Map erkunden möchte, ja. Was ich auch will. Kann natürlich Zeit in Anspruch nehmen, aber will's machen. Und hier ist ein rüstiger Zweihänder. Der ist eigentlich wirklich nicht interessant. Eine Schildkröte, die könnt ihr fangen und kochen. Also jetzt nicht zum Essen geeignet, sondern für die Medizin. Der ist mir jetzt entgangen, ist jetzt geflohen. Habe ihn jetzt nicht gekriegt. Ich möchte jetzt schon noch gerne zum Ende des Videos hier noch zu diesem Turm kommen. Ansonsten muss ich das cutten. Ja, ist eigentlich auch gut so. Warte, kennt ihr diese Szene hier? Das ist doch aus der E3 2014 Demo. Da hat Aonuma mit Miyamoto gezockt. Das neue Legend. Genau, das ist es. Alter, die haben da... Alter, wie geil.
Die haben das da ja echt noch eingebaut und so gelassen. Das ist cool. Also, ah, da ist er. Also, das ist cool. Das ist wirklich cool. Dass hier noch alte Elemente aus früheren Versionen stammen. Noch. Und dass sie noch da sind. Ey, das ist echt wirklich bewundernswert. Das ist schon ziemlich groß. Was ist das? Ach, das ist schon wieder so ein Krog. Wenn ihr so eine Pflanze seht. Ja, es ist ein Krog. Ihr müsst der Pflanze folgen. Folgen, genau. Folgen. Wo ist sie jetzt? Da ist sie. Folgen, bis der Krog dann endlich rauskommt aus seinem Versteck. Ja, da ist sie. Und da ist der letzte Punkt mit dem Krog. Ja, du hast mich entdeckt. Ja, ich habe dich entdeckt und ich bin stolz drauf. Tschüss. Aber jetzt fängt es wieder an zu regnen. Bisschen ein Regenbogen, weil scheint die Sonne und es regnet und ja. Also das ist jetzt laggt. Kann ich nichts für. Das liegt nicht am Game, das nicht an der Aufnahme meine ich. Oh, da ist ein Mech, da seht ihr das. Da ist er. Seht ihr dieses spinnenartige Viech? Das da. Ihr könnt es schwer erkennen, aber das ist hier. Kann ich nicht springen? Ja. Dem möchte ich so gut wie möglich aus dem Weg gehen. Denn wenn der euch einmal sieht, seid ihr am Arsch. Und da ist auch noch einer. Tatsache. Wenn ich hier durchkomme, was ich hoffe, wäre das schon echt nice. Also bitte Spiel, erlaube mir bitte die Chance, zu diesem Turm noch zu kommen. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Okay. Ihr solltet euch auf jeden Fall in Acht nehmen nach diesen Wächtern. Ich nehme jetzt einfach mal ein Feuerpfeil. Nein, renn, renn, renn. Wenn er euch anvisiert, müsst ihr rennen. Ansonsten tötet er euch. So, ich habe ihn getroffen im Auge. So, und jetzt am besten so dran, so nah wie möglich dran gehen, damit ihr ihm noch Schaden hinzufügt. Wisst ihr was? Ich ändere jetzt mal kurz die Waffe auf das Ritterschwert. Ah, fuck, jetzt hat er mich getroffen. Also der kann euch one-hitten. Der ist echt OP. Komm her. Spast. Ich möchte ihn jetzt noch besiegen. Nein, was machst du, Link? Oh, ist er tot? Nein, nicht. Noch nicht. Ist mir egal, ob das jetzt zerbricht oder nicht. Ich nehme jetzt mal die Meisteraxt. Ah, jetzt ist er tot. Oder? Nein. Immer noch nicht. Aber er sieht mich nicht. Lol. Habe ich noch so ein Wächterschwert? Denn das könnte ziemlich gut gegen ihn. Nee, habe ich nicht. Jetzt hat er mich wieder gesehen. Oder jetzt sieht er mich wieder an. Da kann ich mehr viel, nicht mehr richtig laufen. Nein. Oh mein Gott, nein. Nein, Game over. Obwohl, nein. Ich lebe noch. Alter, das war knapp. Könnte ich ihn jetzt bitte besiegen? Oh, fuck. Lauf, Link, lauf! Boah. Okay, jetzt muss er down gehen. Komm schon. Ja? Nur noch ein bisschen. Nein, er sieht mich schon wieder. Nein! Oh mein Gott! Ich muss jetzt schnell was essen. Hier so eine große Maxi-Rübe. Fuck! Okay, das war's jetzt. Jetzt stirbst du. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Oh nein. Jetzt kann ich nochmal gegen den kämpfen, glaube ich. Ja, toll. Ech, ech, ech.
Aber das war klar. Die Wächter sind wirklich OP, die halten wirklich sehr viel aus. Ich hoffe, dass dass er noch angeschwächt ist. Das wäre übel geil. Nee, natürlich nicht. Und natürlich dauert der Weg wieder lange, bis ich dort ankomme. Ja, okay, gut, Leute, dann mache ich mir jetzt nicht nochmal groß die Mühe, dorthin zu gehen. Ich glaube, ah, da ist noch ein Schrein. Ich glaube, den mache ich jetzt mit euch noch. Alter Umschlagplatz. Ja, das ist mir jetzt egal. Schau ich später mal nach. Aber ich möchte jetzt gerne... Ich habe Angst, dass so ein Wächter kommt. Dass mich der nochmal sieht da hinten. Ich glaube, ich bin weit genug weg. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Schrein. Da sind auch noch ein paar Monster, die üben irgendwie irgendwas. Oh, was ist das denn? Da muss ich auch noch hin. Das sieht ja mal geil aus. Ja, den Schrein machen wir jetzt noch. Da ist der Wächter. Schaut euch diese blöde... Das ist wirklich eine gruselige Gestalt, muss ich ehrlich sagen. Oh Gott, der sieht mich. Ich glaube, der sieht mich. Wir machen jetzt noch den Schrein. Ja, ich mache ihn einfach mal kurz und knackig fertig. Ich hoffe, dass der geht schnell. Ich hoffe, ich kann schnell denken. Das sage ich ja bei mir nicht wirklich so, aber... Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Ich bin übrigens mit dem Joy-Con Grip. Ja, cool, sage ich jetzt kurz vorm Ende. Ja, also ich hoffe, das Let's Show hat euch gefallen. Wenn ihr einen zweiten Part wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, damit ich sehen kann, damit es euch gefallen hat. Würde wahrscheinlich sehr lange dauern zum Rendern jetzt. Was ist das denn? Gewaltige Kraft. Ah, ich habe schon eine Idee, was man da machen muss. Ich sehe es schon. Ja, ja. Komm mal her. Ich habe gesagt, komm her. Hallo. Tatsächlich. Und so muss man es machen. Da oben komme ich jetzt nicht hin. Bitte nicht von der Kugel treffen lassen, Link. Oh mein Gott. Kann ich die stoppen? Tatsächlich, ich kann die wirklich stoppen. Ja, das ist das Stasis-Modul. Das macht das hier. Und ich könnte den jetzt so theoretisch so anschlagen, damit er abstoßt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, so ähnlich. Ja, das ist jetzt ein bisschen AIDS hier. Da komme ich so natürlich nicht durch. Das sieht man ja. Da muss ich mit dem Stasis-Modul was machen. So. Lol. Ach da. Oh. Oh. Nochmal solche geilen. Autsch. Verbrennen die? Ja, tatsächlich. Oh. Ah, cool. Jetzt kriege ich wieder so ein cooles Schwert. Und eine Kiste. Ach, ist doch wie. Wie bei Weihnachten hier. Was? Schaden. Nee, das nehme ich auf jeden Fall mit. Kannst du vergessen. Da Bocklanze, weg damit. Was möchte ich damit? Was? Ist das die stärkste Waffe im Spiel? Eine Stärke von 50? Holy moly motherfucking goalie, Alter. Nochmal, da ist nochmal so ein Wächterschwert. Also Wächterschwert ist wirklich habe ich gedacht, es wäre wirklich das stärkste Schwert, weil es leuchtet halt so blau und ist so besonders. Ich werfe jetzt die Fackel weg, Alter. Die brauche ich schon lange nicht mehr, also scheiß drauf. Alter! Boah, da ist noch eine Truhe. Einfach so hergeschenkt. Wenn da jetzt nochmal so irgendwie was Geiles drin ist, dann... Ritterschwert. Okay, nehme ich an. Ist auf jeden Fall cool. Nehme ich mit. Auf jeden Fall. Dann nehme ich das Soldatenschwert weg. Obwohl, das könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Ne, ich werfe was weg. Und hol dann hier dieses Ritterschwert. Ja.
Und nehme jetzt auch mal einen anderen Schild. Ich glaube, ich nehme mal... Ja, schon hier, genau. Ich nehme mal hier diesen starken Exhal-Schild. Sieht cool aus. Und stark ist es auch noch. Okay, das ist ein ziemlich langer Schrein. Jetzt geht die Aufnahme schon über eine Stunde. Macht aber nichts. Stirbt. Aua. Stirbt. Ich möchte mal sowas Cooles zeigen. Mach mal, reich mal an. So nicht. Und zwar, wenn ihr im richtigen Moment... Was? Der zerbricht? Wenn ihr im richtigen Moment ausweicht, dann könnt ihr noch so eine Attacke machen. Wo ihr dann... Wo dann alles in Zeitlupe läuft und ihr dann die Typen schnell killen könnt. Die euch dann lassen, lasse ich jetzt da liegen. Die brauche ich nicht. Das nochmal eine Truppe. Nee, doch nicht. What the fuck? Ist da unten was? Sieht nämlich so aus. Ja, der ist der Tod. Ja, lol. Hatte ich jetzt noch Glück eigentlich. Aber hätten sie gut eine Truhe verstecken können. Bin ich jetzt hier? Ja, ich bin hier. Alter, das ist echt ein krasser Schrein. Und da ist ein Hammer. Kann man... Was soll ich denn hier machen? Das ist echt ein... Ja, es ist aber klar, dass der Schrein krass ist. Weil... Ach, weißt du was? Ich glaube, ich mache das ganz einfach. Ich nehme das Stasis-Modul. Friere das ein. Ja, aber schon treffen, ne? Hä? Warum nicht? Ach so, das war... Ach so. Ich konnte es gar nicht erreichen. Okay. Alles klar. Oh. Ist das schon zu viel? Oder... Ist okay. Ja, ist okay. Cool. Da ist echt... Da ist nochmal eine Truhe. Ey, wenn da... Ey, hier kriegt man echt viele Sachen in den Arsch geschoben. Aber cool ist es. Aber jetzt bitte noch so ein geiles Schild. Das wäre jetzt noch... Das Highlight im Part. Das wäre jetzt noch richtig cool. Ein Schild, komm. Ein Schild. Ja, okay. Gebe ich euch auch mit zufrieden. Weiß ja nicht, für was es jetzt gut ist, aber... Es wird schon seinen Nutzen haben. Okay. Hier ist keine Karte, deswegen weiß ich jetzt nicht wirklich, wohin ich muss. Ist ein bisschen... Ah, hier bin ich. Okay, da ist der Tod. Das sehe ich jetzt schon. Ich gehe am liebsten lieber außen lang, weil... Ja, ne? Kann man den eigentlich auch? Ja, kann man, okay. Ah! Was ist für... Was bringt das? Aha, okay. Dann muss ich also den... Kann ich das eigentlich mit dem... Nee, leider nicht. Wie soll ich das jetzt machen? Okay, da passiert nichts, wenn ich da drauf gehe. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich bin echt nicht gut in solchen Rätseln. Wie man sieht. Kann ich das anhalten? Hier das Teil? Nein. Aber das kann ich anhalten. Kann ich da rüber klettern? Nein. In den Schrein könnt ihr übrigens nicht über die Wände klettern. Weiß nicht warum, aber es ist so. Wie komme ich denn da rüber? Oder ich glaube, ich muss später dahin. Weil ich kann mir das jetzt hier gerade nicht erklären. Ich gehe jetzt mal woanders hin. Es gab ja noch verschiedene Wege, sage ich jetzt mal. Wir haben auf jeden Fall geile Scheiße gefunden. Aber das können wir natürlich nur behalten, wenn wir
die den Schrein fertig machen. Aber ich muss schon sagen, das hier sieht irgendwie aus wie Portal. Also, wie die Portal-Testkammern, finde ich. So sieht es aus. Oh, hat sich noch festgehangelt. Okay, zerstören wir die Truhe da. Ja, dann halt nicht. Dann ist halt so. Ah, ein Apfel, cool. Ach, das... Ist da das Ziel? Ja, da ist das Ziel. Okay, dann muss ich wirklich dort was machen. Aber was? Oder ist da noch was hier? Ich glaube, ich karte das jetzt. Den Rest hier. Weil mir geht das echt zu lange. Und ich weiß nicht, was ich... Nee, das ist schon richtig hier. Hier geht es weiter. Woanders geht es hier nicht weiter. Ich muss gucken. Ach Gott. Wie soll ich das machen? Das war hier offensichtlich hier, das da, das, diese Chose da. Aber das da, das hier. Das, was jetzt gleich kommt da. Das, da habe ich echt keinen Plan. Ich glaube, das ist die letzte Sache, die ich machen muss. Oder? Ja, natürlich. Denn da hinten ist dieses Ding. Dieses spitze Teil, glaube ich, war das. Aber was soll ich denn da machen? Ich muss doch den Stein irgendwie... Oder kann ich da hin? Nee, oder? Das sieht mir nicht so aus jetzt irgendwie. Kann ich vielleicht mit dem Cryo-Modul... Nein, kann ich nicht. Hier ist ja kein Wasser. Also... Oder kann ich da hinfliegen? Nein, da kann ich doch nicht hinfliegen. Die sind ja eben. Die sind ja... Ich komme da ja doch nicht hin. Kann ich Bomben verwenden? Du könntest mal Bomben probieren, warte mal. Ich weiß aber nicht, ob das hilft. Ich weiß gar überhaupt nicht, ob er die da so hoch werfen kann. Nein, natürlich nicht. Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Kann ich die Türen da öffnen? Nein. Weil in einem Dungeon konnte man das. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier machen. Okay. Gibt's hier irgendwas Metallisches, das ich irgendwie anziehen kann oder womit ich das hier... Muss ich irgendwas mitnehmen? Das kann sein. Wahrscheinlich wird's doch so sein. Den kann ich nicht mitnehmen, nein. Kann ich diesen... Den da mitnehmen? Diese Metallkugel? Kann ich das? Nein, die steckt fest. Ja, dann kann ich mir das auch nicht erklären hier. Aber weiß ich auch nicht, wie das weitergehen soll. Oh Gott, das war knapp. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich den schieben? Nein. Vielleicht muss ich das hier ausmachen, jetzt oder? Kann sein. Aber wie soll ich das machen? Oh, ich nehme Schaden, weil mir zu heiß ist. Also es muss hier ja weitergehen. Also das ist eine Art Rampe. Aber ich kann dort nicht drauf. Ich kann es mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Nein, war mir klar. Ja, nee, habt ihr eine Ahnung? Ich weiß es nicht. Es ist richtig skurril aufgebaut auch, ne? Ich kann da auch ja nicht einfach drüber. Das ist halt auch die beschissene Sache. Paper Mario Style machen.
Oder vielleicht muss ich den irgendwie anstupsen mit einem Pfeil. Aber das kann... Nee, das kann doch nicht sein. Also wenn das jetzt die Lösung ist, ne, dann... Ich nehme mal den Ritterbogen. Mit einem Elektropfeil? Nein. Vielleicht mit einem Feuerpfeil? Nein, auch nicht. Warte! Das ist doch Holz, ne? Kann das nicht verbrennen? Doch, tatsächlich! Und das ist es. Oh no! Ja, und jetzt? Ah, so muss man es machen. Okay, man muss. Tatsächlich. Alter, ist. What the fuck? Okay, das hat mich jetzt überrascht. Wie soll ich das jetzt hier antreiben? Oder. Ich kann es ja nicht einfach. Hä? Schon wieder, Digga. Warte mal, da ist so. Da, warte. Das ist nicht ohne Grund hier, das sehe ich jetzt schon. Siehst du? Vielleicht ein Schild? Für mich? Ah, okay, ist aber ein Rubin. Wir können echt froh sein, dass es hier Rubine gibt, denn die sind verdammt selten. Die gibt es fast so gut wie gar nicht. Kann ich die mit einer Bombe antreiben? Ich mache jetzt einfach mal hier diese Bombe, diese viereckige Dinge da. So, ablegen. Und dann, go. Nö. Schon wieder. Ich häng wieder. Ich kann da nichts machen, ne? Kann ich dann irgendwie drauf oder sowas? Mit Anlaufen, Link? Nö. Okay. Warte, ich habe eine Idee. Wenn das jetzt geht, ne? Es geht tatsächlich. Okay, man muss das anstoßen. Okay, ist schon auf dem Maximum. Okay, mein Ritterschwert ist zerbrochen. Dann nehmen wir mal ein anderes Ritterschwert. Lol. Okay, wir haben es geschafft. Und das jetzt doch noch in der Zeit hier. Schön. Und was ist das jetzt schon wieder? Da ist noch eine Truhe. Und die würde ich noch gerne haben. Und so. Jetzt komme ich da auch noch wieder nicht dran. Mann. Oder warte, von hinten. Doch, von hinten. What the fuck? Ja, doch, von hinten so, ja. Tatsächlich. Und was haben wir hier? Irgendwas Geiles? Ein Diamant? Oh. Also, das ist ja hier wie bei meinem Geburtstag oder bei Weihnachten. Obwohl Weihnachten und Geburtstag ist für mich das gleiche, weil ich an Weihnachten Geburtstag habe. Also dafür könntest du mir jetzt bitte zwei von diesen Dingern geben. Denn das war schon ziemlich krass. Also... Ich krieg nur eins. Lächerlich. Okay, Leute. Wunderbar, dann haben wir das geschafft. Ich habe eine krasse Waffe. Oder krasse Waffen gekriegt. Finde ich cool. Und dann würde ich mal meinen, wir sehen uns beim nächsten Part vom Let's Show vielleicht. Oder bei einem neuen Video. Und ja, euch hat das Let's Show gefallen von Zelda Breath of the Wild. Und yo, dann würde ich mal meinen... Viel Spaß noch bei, mit euch beim Spielen von Breath of the Wild und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt das einfach mal geschafft habe, eine Stunde lang. Okay, bis dann, Leute. Viel Spaß mit eurer Nintendo Switch und bis zum nächsten Mal. Ciao.